Ja, servus ihr Lieben und herzlich willkommen hier jetzt zu einem neuen Video, einer neuen Folge hier auf der schönen Wildbachtal. Wir wollen heute das Feld 9 und das Feld 10 düngen. Das müssen wir machen, damit wir einen möglichst hohen Ernteertrag bekommen. Und da fahren wir am besten dann jetzt auch direkt einmal hin. So. Schauen wir mal, wie gesagt, was wir erreichen können. Nein, 50.519 Euro haben wir mittlerweile hier auf dem Konto. Das können wir eventuell noch weiter erhöhen, indem wir nachher noch eine Mission machen oder halt später noch eine Mission. Muss ja nicht unbedingt jetzt sofort sein. Aber wie gesagt, heute wollen wir erstmal unseren eigenen Felder düngen noch, dass wir dort auch möglichst einen hohen Ertrag rausbekommen. Und das ist dann, denke ich mal, ganz von Vorteil, wenn wir da gut was zusammenbekommen. So, einmal geht es jetzt hier nach oben. Dann über die Brücke hier. Und dann in Richtung Feld 9 und Feld 10. Fast sind wir da. Dann geht es auch schon los mit dem Düngern. Das müsste jetzt hier die letzte Düngestufe sein. Dann hätten wir das Feld hier relativ fertig gedüngt. Das funktioniert dann insgesamt sehr, sehr gut. Hier haben wir Mais. Ist aber nicht unser eigenes Feld, sondern das hier. So, aber wie gesagt, das sieht sonst sehr, sehr gut aus.
sehr gut. Es läuft ja wie am Schnürchen hier. Ich kann hier wirklich relativ viel selbst machen, in dem Sinne. Da machen auch viel selbst. Was natürlich insgesamt auch Kosten spart. Die Spur ist durch, nur eine Spur, dann müsste das in Ordnung sein auf diesem Feld. Ups. So. Gehen wir jetzt ab ans nächste Feld. Versuchen hier mittig zu fahren. Viel abzufangen. Das ist jetzt heute sozusagen wieder eine frische Folge. Heute am Donnerstag habe ich heute Morgen, oder bin ich jetzt heute Morgen am Aufnehmen. Aber wenn man sich überlegt, Donnerstag schon wieder, morgen ist Freitag, dann ist die Woche auch schon wieder rum. Das geht echt fix. So, sehr gut. Sehr gut sieht das aus. Das Feld müssen wir noch einmal düngen. Das werden wir aber nach der ersten Wachstumsstufe dann machen. Hier aus, hier könnten wir mal nachdüngen, dann ist das in Ordnung.
So, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann wollen wir den Dingesteuerzeug nochmal auffüllen oder wir schauen uns mal um nach einem neuen Feld. Wir haben 59.000 wie gesagt und könnten eigentlich in Richtung neues Feld gehen. Oder wie sieht es hier aus? Müsste soweit fertig sein. Oder? Nein, das Feld 8 können wir noch bearbeiten. Das ist dann gut. Das heißt, das müssten wir noch bearbeiten. Heißt, einmal düngen. Perfekt. Und dann dürft ihr gerne mal sagen, was wir hier auf dem Feld 8 drauf machen sollen, ansehen sollen. Dann werden wir das nach euren Wünschen auch machen. Es steht zur Verfügung wieder Weizen, Gerste. Ah. Den kann ich das noch gar nicht. Okay. Das funktioniert nicht, dann ist es auch kein Problem. Dann werden wir einmal hier den Motor ausmachen, dann werden wir uns den MB-Track schnappen. Schau mal einfach mal nach den Tieren. Wie sieht es bei den Tieren eigentlich aus, bei den Kühen? Stroh brauchen wir neues und wir brauchen hier unbedingt auch Gras, damit die Kühe auch was zu fressen haben. Starten wir mal den Motor, aber das müssen wir dann jetzt auch mal demnächst machen. Gucken wir auf der anderen Seite aus, dann ist es vielleicht besser. Ja. Sehr gut. Einmal absenken. Einfahren, anheben. Fahren wir den einmal rüber. Einmal aussteigen und damit sollte das Stroh auch wieder besser aussehen. Ja, geht so. Wie viel hatten Sonnenballen eigentlich? Das müssten wir einmal nachgucken.
So, nochmal absenken. Vierundsechzig Liter, okay. Das ist dann also nicht allzu viel. Aber das reicht uns auch. So, einmal wieder aussteigen. Und der nächste Ball ist drin, dann werden wir noch mal versuchen, vier Ballen gleichzeitig zu nehmen. Vielleicht funktioniert es ja mit dem. Vielleicht funktioniert es ja, so wie ich das mir denke gerade. Und war klar, es funktioniert nicht, das müssen wir dann nochmal machen. Also ohne Gabel ist das doof. Aber zwei können wir zumindest dann gleichzeitig transportieren. Bin ich wahrscheinlich einfach zu unruhig gefahren. Dadurch dann. Sind sie runtergekullert. So, Ball, wo bist du? Da ist er. Den holen wir noch hoch, den anderen holen wir jetzt noch hoch und dann. Schauen wir eigentlich mal, ob wir hier oben den Unterstand holen können. Dass wir die Heuballen, nee, die Strohballen hier oben irgendwie lagern können. Und dann mal schauen. So, einmal runter und den anderen Ball noch holen jetzt. Hoppala. So. Schnell können wir damit nicht laufen.
So, das hätten wir soweit aufgefüllt. 4.464 Liter Stroh sind jetzt vorhanden. Und beim nächsten Mal müssen wir definitiv uns um das Wasser kümmern. Und um Gras. Ladewagen haben wir soweit schon. Wie ich gesehen habe, müsste der, glaube ich, schon am Händler stehen. Was nämlich der hier, genau, den wir schon geholt haben. Und dann werden wir uns demnächst das nächste Mal hier ums Wasser kümmern und ums Gras, dass wir das hier machen. Und dementsprechend hoffe, es hat euch gefallen. War wieder eine kleine, schöne, hübsche Folge hier auf der Wildbachtal-Map. Wir haben jetzt relativ gut zu tun eigentlich schon. Wir haben insgesamt 4 Kühe. Vielleicht können wir nochmal 2 Kühe dazu holen. Oder 4 Kühe, dann ist der Hänger auch wieder voll. Das wären 20.000 Euro. Schauen wir uns das dann mal an. Und ansonsten können wir eventuell nochmal in eine Mission reingehen. Zum Beispiel hier Feld 8, 16. Mission für 11 Minuten dreschen. Wäre möglich, das könnten wir uns auch mal überlegen, ob wir das beim nächsten Mal machen. Und dementsprechend bis dann. Ciao und auf Wiedersehen.